Open Educational Resources, also offene oder freie Bildungsmaterialien, haben viele verschiedene Ausprägungen, zum Beispiel für verschiedene Bildungsbereiche, für Schule, für die außerschulische Bildung. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie offen zugänglich sind. Das heißt nicht nur, dass man sie frei vervielfältigen kann, sondern dass man sie auch anpassen kann und Anpassungen weitergeben kann. Also angelehnt an das Prinzip, wie zum Beispiel durch den Browser Firefox oder durch die Wikipedia bekannt, man kann möglichst viel Eigenes damit machen und das mit anderen Leuten dann auch teilen. Also das Problem ist ja, dass wenn viele Leute an Materialien nicht nur rumbasteln, sondern auch rumbasteln dürfen. Wie sorgt man dafür, dass dann am Ende zum Beispiel in Schulen oder Universitäten, also da, wo gelernt wird, was ankommt, was gut ist? Die Frage ist sicherlich noch offen und ist zu diskutieren. Denn anders als wir das beispielsweise bei den Verlagen oder Zeitungsredaktionen haben, wo quasi die Qualitätssicherung durch einen Auswahlmechanismus läuft und dann nur das Endprodukt in die Zeitung kommt, haben wir natürlich bei Open Educational Resources einen relativ offenen Markt, einen relativ offenen Austausch. Und da werden sich sicherlich in den nächsten Jahren Plattformen oder Prozesse bilden, wo man sagt, das sind Materialien, die sind wertvoller, das sind Materialien, die sind vielleicht weniger wertvoll, die können aber trotzdem für spezielle Einsätze auch sinnvoll sein. Das heißt, da wird es sicherlich ein differenziertes Mechanismus, vielleicht auch entsteht sogar ein Tool, eine Webseite, wo man das machen kann, entstehen, wie das gemacht werden wird. Im Moment, Status quo, jetzt, heute, gibt es da noch nichts Zentralisiertes. Also wir haben in dem White Paper, was Jöran und ich geschrieben haben, das auch nochmal differenziert in 6 Gruppen aufgeteilt. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, jeder ist ein OER-Akteur, denn die Definition darüber, was man unter OER versteht, ist insoweit gar nicht ganz klar, dass man nicht nur unbedingt von Material spricht, was für Bildungssituationen vorbereitet worden ist. Das macht jeder Lehrer heute schon, von daher ist jeder Lehrer eigentlich ein Akteur für Open Educational Resources, zumindest ein potenzieller. OER könnte aber auch beispielsweise ganz einfach Open Data aus irgendeinem Bürgerhaushalt einer Stadt sein, mit dem man in der Schule arbeitet. In dem Moment wären es ja auch in der erweiterten Definition Bildungsmaterialien. Und von daher ist es schwierig, da Akteure festzumachen, die wirklich als Hauptakteure dahinter stehen. Eigentlich kann es jeder. Und sicherlich gibt es größere Antreiber, wie beispielsweise auch die UNO, die versucht, über eine Definition, was OER ist, dem Ganzen so einen gewissen Rahmen zu geben. Aber alle klassischen IT-Unternehmen versuchen auch, sich im Rahmen der OER irgendwie zu positionieren. Und von daher ist das im Moment ein sehr breites Feld. Eine genauere Auflistung, glaube ich, müssen wir jetzt nicht hier, sondern ist im OER-Whitepaper auch zusammengefasst.